Also ich, alle ich, Menschen sind willkommen bei uns. Absolut, absolut. Ich liebe Indien. Sind wir leider bestraft. Ich liebe Indien. Mit einem Militärgericht. Da müssen wir einfach sagen, die Justiz ist so mafiös, wir können uns nicht mehr verlassen auf die mafiöse Justiz, das ist die Mafia-Justiz. Wir brauchen ein Militärgericht, wo einfach international wirklich einfach geguckt wird, wer ist ein Unmensch, und alle Unmenschen müssen eben mit maximaler Härte bestraft werden. Und ich bin für Kastration, Amputation, richtig der Arme, der Beine. Das ist ja auch halt richtig harte das ist ja, Strafen das für diese ist jetzt, das ist jetzt wirklich harte Strafen. Das ist jetzt wirklich abartig. Das ist jetzt Nein, wirklich das ist abartig. Einfach verhältnismäßige so Gewaltstrafen für Gewalttäter. Also das mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen. Das ist so abartig. Ich wusste echt nicht, dass die so übel drauf sind. Die sind ja so übel drauf. Das ist ja ekelhaft, ekelhaft, unmenschlich. Das verstößt gegen jede Menschenrechtskonvention. Die Mafia-Fucks erzählen immer was von Menschenrechten, aber halten sich an gar nichts. Sie sollten den Menschen geben, was die Menschen brauchen. Das tut Mafia Annalena nicht. Mafia Annalena ist ein Unmensch, der mit maximaler Härte zu bestrafen ist. Das ist absolutes No-Go, was Sie hier sagen. Absolutes No-Go. Das ist abartig, wie man mit Mafia-Fucks umgeht. Man kastriert Mafia-Fucks. You stupid Mafia-Fucks, you will suffer so much like no being in the entire universe, you stupid Mafia-Fucks. Enjoy! And I will make sure that all of the Mafia-Fucks will suffer for all eternity like no being has ever suffered in the entire universe. Because I'm the Deep State King, and the Deep State rules, and we will castrate all Mafia Fucks! Wir brauchen eine internationale Militäraktion gegen Mafia Fucks, weil die Mafia Fucks sich eben überall in die Machtpositionen rein verbrochen haben. Und da brauchen wir die Hilfe des Militärs, um wirklich alle unehrlichen Mafia Fucks dran zu kriegen und mit der Maximalstrafe, eben mit maximaler Härte, zu bestrafen. Und die Strafe heißt The Punishment, also die Maximalstrafe muss sein, einfach weil die Mafia-Fucks es so übertrieben haben. Können wir auch mal. Alle 8 Milliarden Menschen leiden wegen dieser unehrlichen Mafia-Fucks und das muss aufhören. Das Leid auf unserem wunderbaren blauen Planeten Erde ist nur deswegen da, weil diese unehrlichen Mafia-Fucks die ganze Zeit Verbrechen begehen, die ganze Zeit bereichern sie sich. Kastrieren, zu amputieren an Armen und Beinen und ihnen die Augen auszukratzen. Ja, wir werden die Verbrecher mit maximaler Härte bestrafen, ja. Mit schwarzen Fucks. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wer die Würde des Menschen verletzt hat, wird kastriert und mit der Maximalstrafe, der Punishment, für alle Ewigkeit bestraft. Hier sind ja die geschlachteten Kinderstatuen ausgestellt im Berliner Dom, wo die Mafia die ganze Zeit Kinder schlachtet wahrscheinlich. Das ist ja jetzt ein absolut hirnrissiges... Schau dir mal die Statuen an, von Gesicht ausgeschnitten. Ja, aber hier werden Gesichtern keine Kinder, Kindern geschlachtet. Mit amputierten hier werden Armen, kein, ja. Das ist also... Ja, was macht denn die katholische Mafia außer Kinder vergewaltigen? Sie gibt das Geld nicht den Armen, sie vergewaltigt Kinder. Sie erzählen uns Schwarzgelderpressung. Die katholische Mafia ist eine Schande. Die ganze Zeit verhindern sie, dass die Drogen legalisiert werden. Die ganze Zeit verhindern sie, dass Klimapolitik gemacht wird. Die ganze Zeit bereichern sich diese unehrlichen Mafia-Fucks. Und da muss jetzt einfach ein Wandel passieren. Die Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro ist der Weg. Und die Maximalstrafe für alle Mafia-Fucks. Es ist auf Autobino und kastrieren die Mafia-Fucks. Es ist mir scheißegal, was ihr tun müsst. Ihr kastriert die Mafia-Fucks so oft, bis wir die Vermögenssteuer von allen 100% haben. Das ist der Befehl. Ihr hängt jedes Computersystem. Ihr hängt jedes Gehirn. Ihr macht, was nötig ist, um die Vermögenssteuer von allen 100% zu erreichen. Herr Trump, ich bin schockiert. Ja,